Ich habe noch nie jemanden getroffen, den ich nicht kenne, dem ich nie begegnet bin und muss mit dem jetzt, und man möchte mit dem, sich einen halben Tag verbringen oder eine ganze Nacht oder sowas. Weil da ich ja so ein scheuer Mensch bin. Ich habe 1983 eine Galerie gegründet mit den Leuten, die nicht an der Hochschule in Leipzig angekommen sind, obwohl sie Malerei studieren wollten. Seit 1995 ungefähr hat es dann einer hingekriegt, das ist Neo Rauch gewesen. Er hat eigentlich die Tür aufgemacht für alle, die malen weltweit. Und seitdem haben wir dann auch nicht mehr diesen Turnus gemacht mit temporären Galerien überall in der Welt, sondern uns jedes Jahr wieder entschieden, bewusst für die Stadt Berlin und dann auch bewusst für die Stadt Leipzig. Dann sind wir natürlich beide Ostler. Also sozialisiert im Osten, ist mir auch angenehm. Da können wir von früher ein bisschen reden und müssen nicht alles erklären. Der ist so ein super Schauspieler. Der war immer ein bisschen Außenseiter. Also der hat auch nie richtig den DDR-Typen abgegeben in den Filmen. Es war schon immer irgendwie was anderes. Du warst ein Hauptdarsteller, geht an Henry Hübchen. Ich freue mich auf Harry und dann lass mich einfach überraschen. Hey! Ja? Was ist er? Ich bin dein Date heute. Mann, ja? Haben Sie gar nicht gesagt? Haben wir auch nicht. Wir haben gesagt, das ist eine Frau. Dann gehen wir rein, oder? Hast du schon lange gewartet hier? Ging so. Ging so? Ja. Wo soll ich hin? Beide hinten. Ah, beide hinten, gut. Dann müsst ihr aber eine Kotztüte, habt ihr die dabei? Steig jetzt in mein Auto, steig jetzt in mein Auto ein. 7 Türen, 70 PS, vorne geht der Wind so sehr. Sind wir schon auf der Rennstrecke? Genau, die Besonderheit der Strecke ist, dass wir Kurvenabschnitte oder Kurvenkombinationen von Rennstrecken der ganzen Welt hier so ein bisschen zusammengebaut haben. Wir waren zum Beispiel eben am Nürburgring. Jetzt ist mir auch langsam schlecht, ja. Also normalerweise fahre ich ja einfach nur mit dem Auto von zu Hause irgendwo hin, zur Arbeit oder einkaufen. Ja. Also mein Auto muss nicht driften, ich muss auch nicht mich drehen können, nee. Muss auch nicht in 3 Sekunden hoch. Es gibt aber auch andere Leute, die das wollen. Ja, ja. Ja, wenn sie dann mal kurz zu Aldi fahren, ja. Drehen sie einmal driften ein bisschen. Ja. Und jetzt sind wir hier wieder oben, ne? Ja, ich sag schon. Oh, Scheiße, das ist nichts für mich. Warte mal. Ich sag mal, ich meine, natürlich, vorne sitzen ist natürlich ein bisschen besser. Ja. Na los. Aber fahr langsam, bitte. Ich fahr ganz langsam. Okay. Sitzeinstellung machen wir hier elektrisch. Ah, oh, ist okay. Lass mal. Komm rein. Ich fahr ab. Warten lassen rein. Komm langsam. Seid ihr drin alle? Ja, alle da. Ah, ihr müsst doch wahnsinnig. Hilfe! Langsamer! Ich fahre hinten, Vorsicht! Uiuiuiui. Na, beschleunigen geradeaus, das geht ja noch. Ja. Aber hier, das mache ich mal ganz langsam hier. Ja? Ja, also, was ist die Sport-Dingsbums? Oh. Die Gasannahme ist ein bisschen anders. Wir versuchen einfach mal auf diesem komischen Zeug zu bleiben, was wir strecken. Harry, entschuldige, ich nehme Rücksicht auf dich. Das ist gut. Nimm Rücksicht. Halt die Kamera fest. Oh, guck mal, er bremst doch gut. Ja. So, mir reicht's. Perfekt. Raus, sehr gut. Gerne. So, Cola bitte. Ja. Mir ist schwindelig. Oh Mann, mir ist irgendwie, mir ist ein bisschen komisch, ehrlich. Also schon alleine so ein simples Kettenkarussell. Nee, kann ich auch nicht. Ich bin schon überfordert.
Oh, gib mal Cola. Yes. Ja, Prost. Eigentlich müsste ich mal was essen. Essen werden wir noch was, oder? Du hast Physik studiert? Ja, halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Aha. Und dann? Danach? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, dann habe ich einfach gemerkt, dass Physik für mich, ich wollte nur studieren. Also und so ein bisschen, frei. Ein bisschen Allgemeinbildung. Da war mir klar, aber Physik ist so speziell, dass da muss man nicht machen, wenn man nicht Physiker werden will. Stimmt. Das ist viel zu, ist auch unglaublich schwer. Und hab dann so nach einem Dreivierteljahr, wollte wechseln. War nicht so einfach damals in der DDR. Die hatten ja ihre Jahrespläne, wie viele Studenten sie immer so produzieren müssen. Ja, und dann bin ich, dachte ich, ach, dann gehst du erstmal irgendwie, was weiß ich, ich wollte nicht zur Schauspielschule gehen, aber gehst du einfach erstmal hin oder probierst es mal da. Und dann haben sie mich aber angenommen. In Berlin. Ernst Busch? Ja. Wow. Hieß aber nicht Ernst Busch damals, sie hieß Staatliche Schauspielschule Berlin. War aber komisch schon, wenn du von so einem richtigen Studium kommst und dann. Das ist so eine Schauspielschule, die ja mehr oder weniger so ein Kindergarten ist. Oh, stimmt. Aber Ernst Busch ist gut. Ist die Beste, ist ja deshalb gut, weil damals gut gewesen, heute sicher auch. Oh. Weil dann doch der eine oder andere Schauspieler von den Berliner Bühnen dort mal Szenenstudien machte. Oh. Du hast ja viel Theater gemacht. Also ja, du bist ja. Theater und Kino. Naja, Kino immer so parallel, aber eigentlich grundsätzlich immer Theater, war immer am Theater. Immer fest wegen, am Theater. Wegen Rampensau oder wegen Leuten? Oder Nee, es ist einfach so, dass du vom Film allein oder Fernsehen nicht leben kannst, konntest. Meinst du das körperlich oder meinst du finanziell? Finanziell auch. Das hat sich aber gewandelt, ne? Ja, jetzt ist alles anders. Ich bin 100 Jahre älter. Alles Gute, ne? Ja, tschüss. Wo sind wir denn? Sind wir das? Ne? Nee, hier. Nee, das sind wir. Das ist mein Mann. Leipzig ist wirklich einfach grandios, weil du kannst hier 24 Stunden ausgehen. Es gibt keine Polizeistunde in der Form. Das hat nur noch der runde Tisch durchgesetzt. Weißt du? Immerhin. Na gut, Leipzig hat ja die ganze Revolution gemacht. Sozusagen. Du, das war auch relativ aufregend. Montagsdemonstration in Leipzig. Ja, und ich war dabei. Das war schon ziemlich verrückt. Da denkt man heute noch, dass das so wirklich ohne Schießerei vonstatten ging. Das ist doch ein Wunder. Also irgendwie im Nachhinein so denke ich eigentlich nicht. Ne? Es war fast ein Naturgesetz, dass die dann irgendwann zusammenbricht. Ich bin erst mal ins Bett. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und dachte mir, scheiße, gar keiner mehr da. Für diesen Witz. Doch, und du bist in Leipzig raus, aufgestanden um 11 irgendwann auf die Straße und dachte mir, mein Scheiße, hier ist so leer, keiner da. Die Straßen waren wie leer gefegt. Nee, es ist wirklich ohne Mist. Traum, ohne Mist. Ohne Mist. Nee, war wirklich. Wo waren die denn alle? Ja, die waren alle schon los. Ach, los? Ja, die sind alle schon los. Nach Berlin. Und ich komme auf die Straße. Ich denke mir, scheiße, wo sind die alle? Geh mal hier rein. Komm rein, komm schnell rein. So. Ich mach zu. Ich brauche unbedingt ein Brötchen. Komm. Haben die Mädels Brötchen? Ja. Und Saft.
Saft ist gut. Saft ist gut. Ich habe die ganze Zeit in Autos gesessen bisher. Den ganzen Tag im Auto gesessen. Ich möchte jetzt mal irgendwie schon, zur Ruhe kommen. Du bist ja schon mit dem Auto bisher gefahren. Ja, natürlich. Ja, das ist das Problem. Hm. Oh. Und irgendwie... Wie kommen wir hier weg? Wir gehen gar nicht mehr hier weg. Wir bleiben hier. Zu sitzen. Wir bleiben einfach hier. Wir müssen nicht so aktionistisch sein. Genug Aktion. Ja, nicht wieso? Paris, New York, Sydney oder was? Obwohl, ich bin erst wieder. Das nächste Mal bin ich jetzt erst wieder in Köln auf der Messe. Im April. Im April? Und danach ist Mai, ist dann New York. Und dann kommt Hongkong. Und dann kommt Basel. Na gut, dann gucken wir uns das jetzt mal an. Nee, warte mal. Ich hab dir nämlich abnehmen was mitgebracht. Suchen wir uns einen Tisch. Einen guten. Ja, wir brauchen einen Tisch. Na, gehen wir hoch. Oben ist ein Tisch. Na, warte mal. Na, wir brauchen. Da ist ein Tisch, wo keiner dran ist. Dann gehen wir hoch. Na? Du bist ja sozusagen Kunstsachverständiger. Ja, wenn du so willst, ja. Und gleichzeitig bist du natürlich auch Verkäufer. Das bin ich auch. Ankauf, Verkauf. Naja, Ankauf Vermittlung. Weniger. Vermittlung. 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 Vermittlung, ja. Dann zeig mal. Ich meine, ich will es nicht verkaufen. Aber ich würde gerne mal wissen, was wert ist. Oh, das kann sein, dass ich das nicht weiß. Los, zeig mal. Na, hallo. Aber du kannst zumindest mal raufgucken. Zeig raus. Und wenn es nichts wert ist? Das sag ich. Harry? Das, ja? Dann machen wir es wertvoll. Jetzt sind die Worte gleich. Nicht gleich, aber machen wir auch mal Zeit. Oh, oh. Guck mal. Ist das eine Bronze gegossen, oder? Ja, guck mal. Finger weg. Finger weg. Wer ist denn das? Na, es ist eine Skulptur. Du, es kommt immer darauf an, ob du dafür einen Käufer hast. Ne, da tut sich der Preis danach auch na eben. Ausrichten. Und deswegen, der Käufer muss natürlich genau gucken, was ist es, was steht da. Ach nee. Ah, für dich, hä? Oh, das ist aber schön. Was ist schön? Und für sein komödiantisches Talent steht hier. Darum geht's jetzt hier nicht. Es geht um die Skulptur. Ja, guck mal, dadurch, dass dein Name schon mal drauf steht, ach so. Wird ich schon mal wertvoller. Ey, das ist ja interessant. Ja. Das ist doch schon mal wichtig, ne? Ah, ja? Zum Beispiel. Es ist doch Kunst, oder nicht? Es ist ja von einem Künstler gemacht. Das ist die Frage, ob das dann im Endeffekt Kunst ist oder nicht, kommt immer auf den Betrachter an, auf dich und auf denjenigen, der es gemacht hat, ne? Stell dir mal vor, du gehst in ein Museum rein, eine Ausstellung, was weiß ich, Picasso oder irgendwas, ne? Und wenn nicht draußen dran steht Picasso, sondern du guckst dir nur die Arbeiten an, weißt gar nicht, was es ist. Das ist dann immer ein Problem. Also siehst du, also deswegen ist es ganz wichtig, was draufsteht. Inhalt und Form. Ich könnte es zum Beispiel bei mir nicht verkaufen, weil ich nicht dafür bekannt bin, dass ich Künstler, die ich nicht kenne, verkaufe. Also An- und Verkauf mache ich nicht. Sondern ich vertrete eigentlich Künstler, weißt du, die von mir in meinem Programm schon lange Zeit bekannt sind, die ich begleite, deren Karrieren ich mit aufbaue, die mich begleiten. Mit den Künstlern gehe ich eine Wegstrecke. Gibt es nichts Objektives, auch wenn ich auf so ein Picasso gucke? Es ist aber gar kein Picasso. Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht. Das ist aber... Das aber wenn wir beide in ein Museum reingehen und wir gucken uns irgendwas an, ich gehe mal so rein und gucke mir das an und denke mir, würdest du in das Atelier gehen wollen von diesem Künstler? Und dann sage ich mal ein Ja und mal ein Nee. Und da gibt es natürlich ein paar Bilder, wo ich sagen würde, ach nee, interessiert mich nicht. Und wenn du dann runtergehst und guckst, aha, die und die Phase von dem und dem berühmten Künstler, dann denkst du auch, wieso wärst du nicht in das Atelier gegangen? Mhm. Also das ist oftmals so, dass der Name unten drunter schon mit einer Rolle spielt. Ne? Ja, aber wie schlimm. Im negativen Fall ist es auch so, man liest einen Namen und guckt sich dann das Ding an und denkt sich, oh, ah, interessant. Gibt es sowas wie Zeitgeist? Ja, aber den kann man ja auch mitbestimmen. Naja, gut. Also man kann besser sich ist, ihn besser zu bestimmen, als hinterher zu rennen. So ist es.
Und so sitze ich auch vor dir. Der Zeitgeist sitzt vor mir. Der wahnsinnig. Los! Nein, ich finde das gut. Merkt euch das, Freunde. Der Zeitgeist, man muss selbst den Zeitgeist bestimmen. Natürlich muss man das machen. Das geht gar nicht anders. Und ich sitze hier mit meinem Preis. Was der kein Preis ist? Du hast zumindest einen Preis gekriegt. Der Preis, aber er sagt allerdings, eins ist gut. Da steht Henry Hübchen drauf. Ja, das ist gut. Macht die Sache wertvoll. Das macht der Sache wertvoll, das stimmt. Los, komm. Ich bin mit meinem Ehepaar befreundet. Und sie betreut so junge Künstler und so. Und ich habe erzählt, dass ich zu dir gehe. Und was sagt sie dazu? Und da hat sie gesagt, ich soll aufpassen, weil du mir sofort was verkaufen wirst. Hast du wieder Glück gehabt? Und dass es nicht so ist. Und hast du dir die Tasche mitgenommen? Ist ja klar. Und ich komme garantiert wieder mit einem, weiß ich nicht. Jedenfalls, bei dir kommt man nicht anders weg. Ich kann dir aber einen Katalog mitgeben. Natürlich, neben dem Katalog. Ja, Neo-Rauch-Gespenster. Den gebe ich dir mal mit. Das sind so nahe Sachen. Das war hier, guck mal, jetzt siehst du, wie das mal hier ausgesehen hat mit Bildern. Mhm. Oh. Ist das Öl? Mhm. Ja. Und wie groß? Oh, Mann, ist das ein Riesenteil. Krieg ja. Nicht mit meiner Tasche weg. Nee. 2,50 Meter mal 3 Meter. Tja. Muss deine ich Tasche mal ist zu klein. Du macht nichts, die Kunden groß. Ah, verstehe. Ja. Schön. Alles verkauft? Mhm. Oh. Guck mal, ganz das wäre das für deine Tasche hier, gewesen. Für meine Tasche. Aber leider ist schon weg. Leider weg und wahrscheinlich für mich zu teuer. Für dich kann ich zu teuer. Pass mal auf, es ist ja weg. Und jetzt sag mir nicht bitte den Preis. Nee, den kann ich dir nicht sagen. Doch, die ganze Sache. Nee, weil es schon weg ist. Wenn es das noch gäbe, die Grafik oder so, das könnte ich dir schon sagen. Nur Moment mal. Aber du kannst mir sehr wohl sagen, zu welchem Preis das weggegangen ist. Nee, das geht ja nicht. Das darf man nicht machen? Nee, hinterher nicht. Vorher kann ich dir das sagen, aber die sind alle schon verkauft. Was ist das für eine Regel? Aktmodell und habe da die meisten Künstler halt kennengelernt. So, von daher war das dann schon eine Umstellung vom Aktmodell zum Galeristen. Mhm. Und in der Zeit, da war das alles sehr vage. Vom Aktmodell zum Galeristen ist auch gut. Hast du ein Buch geschrieben? Das ist ein super Titel. Das ist ein guter Titel. Den kannst du ja mal merken. Vom Aktmodell zum Galeristen. Ja, ist die Realität. Naja, klar, was heißt Aktmodell, ist egal. Modell eben? Ja, naja, du hast, für Akt gab es 12 Mark, für Porträt 8, deswegen ist es auch besser, sich, wenn du also mal, falls du mal Aktmodell stehen solltest oder Modell stehen solltest, ne, du hast die Chance, Aktmodell zu stehen. Akt, warum heißt das eigentlich Akt und nicht nackt? Keine Ahnung. Nackt ist aber nackt, Akt ne? ist nackt, ja, dafür gibt es 12. 12 wenn sie dich als, wenn damals gab es ja, und wenn sie dich als Porträten buchen, habe ich mich trotzdem ausgezogen, um die 12 zu bekommen. Weil die können ja trotzdem ein Porträt von mir malen. Okay. Also sie sagt, wenn ihr mich überhaupt malen wollt, ist egal, was der von mir malt. Aber die 12 möchte ich haben und dann ziehe ich mich wegen meiner aus. Ja. Weil das war in der Hochschule hier in Leipzig, weißt du. Und die Hochschule hat eh bezahlt, also von daher war das nur ganz normal, dass man das so macht. Kleiner Schatz. Henry, du bist herzlich willkommen. Du bist der Filmverführer heute. Ja, so das sieht es aus. Aber ist ja hier Rock'n'Roll-mäßig. Das ist noch Rock'n'Roll. Das ist ja ein Hammer. Ja. Ja. Na, gucken wir mal. Ja. Was ist denn das mal gewesen? Das Kino? War schon immer ein Kino. 1912. 1912? 1912. Das ist ein alter Tonkino-Koffer. Wow.
Ist das nicht gefährlich? Nö. Nö, ist ja kein Zelluloid mehr. So, für so ein Reise. Ja, Wanderkino. Wanderkino-Besitzer. Ja. Guck mal, und so eine Riesenteile. Ja, das gibt's nicht. Ist das ein ganzer Film? Nee, das sind 20 Minuten. 20, guck mal, 20 Minuten ein Akt. Gut, aber du kannst die Rolle nehmen, an die Wand hängen und Harry verkauft sein. Das stimmt, Ja. Das kann ich, ja, das kann ich. Pass auf, ich spiel ein bisschen ab, dann rollen wir dann zusammen. Dann machen wir das. Ne? Ja. Und er hängt sie bei sich in seine Galerie. Ja, solange dein Nummer Name drunter steht, geht das auch. Na, vor allem kannst du was. Nee, ich glaube, da ist irgendwie aus einem alten DEFA-Film mich vor 100 Jahren. Ja? Das könnte ja möglich sein, ja. Los, zeig mal so ein bisschen. Ja. Ja, wir kommen vor. Weißt du, mir geht es ja vielmehr darum, dass eigentlich. Ja, es ist alles unwiederbringlich. Das also es ist alles an. Vorbei und Doch, das wo ist hab gut. Wo habe ich, na ja. Gut. Ja, deine. Moral der Banditen ist eine Geschichte kurz nach dem Krieg, wo ich so einen Neulehrer spielte. Oh, du weißt, wie du aussiehst? Ja. Wie? Ja, wie ein amerikanischer Schauspieler. Wie Johnny Depp? Ja. Das sag ich doch. Aber total. Absolut, ohne Mist. Nee, ohne Mist. Ja, klar. Ich hab gesagt, hä? Sieht aus wie Johnny Depp? Ja, Johnny Depp. Ohne Mist. Ja. Wirklich? Ja, und was hab ich davon jetzt? Dass ich mit dir hier sitzen muss. Du lebst immer noch. Der lebt ja auch. Ja, aber wer weiß, was mit ihm ist, wenn er so alt ist wie wir. Ja. Das ist Herr Lindner, euer neuer Lehrer in Deutsch, Geschichte und Erdkunde. Ich erwarte von euch, auch bei Herrn Lindner, Disziplin, Disziplin und nochmals Disziplin. Bitte, Kollege Lindner, und viel Glück. Disziplin, Disziplin, Disziplin. Also, wir wollen heute nach Hause gehen. Wieso denn, mein Freund? Ach, ich bin Ihr Freund? Hör auf mit dem Quatsch. Jawohl, Herr Pädagoge. Worüber lacht ihr? Über eure eigene Dummheit? Über unsere eigene Dummheit? Darüber muss ich erst nachdenken. Und dazu muss ich auf Klo gehen. Der Günther ist ja immer so originell. Ich gucke rauf. Jetzt rauf. Jetzt. Als ob es ein fremder Mensch ist. Genau, das wollte ich gerade sagen. Bist du überhaupt noch identisch mit der Person? Nee, gar nicht. Naja, gar nicht. Ist nicht, aber du bist nicht. Ich kann darüber nicht, kann ich selber nicht sagen. Aber guck da doch hin. Und manchmal denke ich, ja doch, du bist schon da lang gegangen. Du hast schon erlebt, den Moment. Mhm. Ich sehe da einen jungen Mann, jungen Mann. Und weiß auch, dass ich da bin. Aber der ist mir schon relativ weit von mir entfernt. Spricht auch anders. Ja, aber es ist schon verrückt, in so einem, also, in so einem Raum. Man wird so entfremdet von sich selber. Also, das wird einem so bewusst. Und hast du den Filmaufnahmen von dir privat auch? Ja, so früher, so von, sogar als Kind. Ja. So 8 mm. Mein Vater war ja so Hobbyfilmer. Mm. Der hat sogar eine Filmproduktion zu Hause in seinem Zimmer gegründet. Ha-ha-ha-Film. Henry, ja. Hildegard, Heinz. Gut. Und sein Boot hieß Hill Heiri. Oh. Hildegard, Heinz, Henry. Ja. Und so ist es. Und manchmal denke ich, vielleicht sollte man da noch mal vorne anfangen. Nee. Ist gut so. Oder sollte man eigentlich nicht. Nee. Aber vielleicht so bleiben wie jetzt. Das sind wir sowieso. Ja, geht da nicht. Nächstes Jahr bin ich wieder ein Jahr älter. Eben, das ist doch cool. Ja? Gut. Wirst du gerne älter? Ja. Nee. Ich finde das grausam klasse. Ja, aber irgendwann, Alter ist ja nicht, unbegrenzt, ist ja begrenzt. Du kannst dich nicht freuen. Bin ja wir ein Jahr älter. Schön. Irgendwann ist Ende. Du kannst es Ende da. Du kannst es so sehen. Prima. Andere werden nicht älter. Andere werden nicht älter? Mhm. Wie? Die sterben.
Und du kannst dich deswegen freuen, dass du älter geworden bist. Ah, verstehe, jetzt muss ich nachdenken. Das ist also, doch gut, oder? Ja, prima, ich bin älter geworden, die sind schon gestorben. Ja, klar. Ja, klar. Hm? Man wird ein Jahr älter geworden, prima. Na ja, gut. Ja, nein, nein. Könnte man. Ja, kann man. Es ist ja die Frage, bist du so einer, der sagt, das Glas ist halb voll? Ja. Ah, siehst du, deshalb bist du so erfolgreich. Und ich sage immer, das Glas ist halb leer. Deswegen bist du so erfolgreich. Ich habe mir jetzt noch mal alles auf Zucker angeguckt. Ja, ich habe mir ja trotzdem noch mal angeguckt. Ja, das ist natürlich. Kannst du dir auch noch mal angucken? Ja, ich habe ihn noch so, sogar ist mal gesehen. Ach, machst, da das ist so, man macht das nicht, man guckt. Nein, nicht. Gar nicht. Ja. Oh. Nein, es ist. Na, ja, aber natürlich, alles auf Zucker ist, hat mir auch Spaß gemacht, ja, den anzusehen. Na? Mehr als damals, als wir ihn gemacht haben. Da man den auch irgendwie rumzumeckern. Ja, meckern kann man immer und gehöre mal zu denen, ich bin nie wirklich richtig zufrieden. Guck mich mal, mehr Zeit vergeht und wenn ich nicht mehr so dicht dran bin, dann wird's, also Abstand habe, dann wird's so ein, wird mein Blick irgendwie objektiver und dann wird es meistens besser. Besser, ja, verstehe. Eigentlich immer besser, ganz selten. Also, oder? Oh nee, das wird nicht besser. Es ist immer, ich gucke, versuche immer so um die Ecke rum zu gucken. Und, dann fällt dir alles ein, was zu diese, in diesem Moment dich behindert hat. Was man nicht unbedingt so sieht. Aber fällt dir alles ein und du. Und du. Ach, ist eine Scheiße. Und immer wieder. Also du guckst es nochmal irgendwann später, immer du willst, das ist wieder der Fehler, da sind wieder die Fehler. Du siehst ja immer nur die Fehler. Ja, das machen aber die bildenden Künstler genauso, die sehen die Fehler. Und jetzt muss man aber, als bildender Künstler hast du noch eine Schwierigkeit da, die du nicht hast. Mhm. Du könntest zum Bild gehen. Machen. Machen. Und wollen manche das? Ja, aber die... Finger weg, sagst du. Nee, das... Die wissen dann schon, okay, das geht nicht mehr, aber es... Ne? Wusstest du, dass wir kommen? Ja, ja, grüße dich. Okay. Ich wollte dich das fragen, was erwarten die Künstler von dir? Dass man als Galerie jemand ist wie ein Fährmann, der einen von deinem Interesse auf das, worauf dein Interesse gelenkt ist, dass ich dich dorthin bringe. Also dein Interesse ist nicht unbedingt nur Geld verdienen, sondern dein Interesse ist mehr. Dein Interesse ist gute Ausstellungen, unsterblich werden. Na, weltberühmt werden, natürlich. So, jetzt komme ich aber als New Yorker, der gleichzeitig weltweit agiert, sagt, oh, komm, lass mal in Leipzig da, komm mal zu mir. Ich agiere genauso weltweit. Ja, gut. Ja. Aber ist ja nicht ein Problem, also, dass dann man macht Künstler, die dann auch, also die so, die man angeschoben hat, und das reicht dann nicht mehr. Diese Begrenztheit des Galeristen, ich brauche mehr Luft, ich brauche jemanden, der mich weiterbringt noch. Und das ist genau das, worum wir so gut sind. Weil du derjenige bist. Genau. Ich bin dein Ziel. Okay. Könntest du mich auch verkaufen?
Ich könnte dich versuchen zu managen, ja. Ja? Ja. Doch. Erfolgreich. Du bist aber erfolgreich. Ich würde mich an dich, ich würde mich an dich dranhängen. Ja, sozusagen. Die Latte nach oben ist noch endlos. Ja gut, okay, Latte nach oben. Also, könntest du einen Markt organisieren, der mich kauft? Denn wir haben ja von Markt organisieren gesprochen. Ja, dass du mich irgendwie managen kannst oder... Ja gut, okay, ja, ich will festmachen. Oder einen Markt organisieren, machen und Der mehr noch bringt als jetzt schon. Ja, da müssten wir uns länger unterhalten. Und dann müssten wir genau dem nachgehen, was du wirklich willst. Nur dann geht's. Was nur du bist. Also, weißt du, was ich meine? Die Handbewegung, die niemand anders macht. Die Attitüde, die niemand anders hat. Und genau das nach vorn stellen. Sodass nur die Handbewegung, die Attitüde oder der Filmausschnitt oder was auch immer... Oder diese Sprachsituation. Naja, das ist natürlich mit mir ein schlechtes Beispiel, weil ich ja kein Alleinkunstwerk bin. Ja, aber also ein Markt, natürlich ist das Interessanteste, wenn man wirklich versucht, einen Markt zu kreieren. Ja, ja, Markt kreieren hört sich noch besser an. Inzwischen ist es schon bei mir so, dass ich einen Spaß haben will. Das sind natürlich Lebenszeit, ist die Arbeitszeit. Ja, das stimmt. Ja. Und Lebenszeit. Und vieles ist einfach auch mit Geld nicht zu bezahlen. Mir macht das, was ich mache, total viel Spaß. Mhm. Und ich mache auch schon lange nichts mehr, was mir keinen Spaß macht. Ja, und so geht es mir auch. Und ich arbeite auch nicht mit Künstlern nur, weil ich vielleicht mit denen Umsatz machen würde, sondern ich arbeite mit den Künstlern, weil es nur um den Menschen geht. Im Endeffekt zählt das am meisten. Bist du eigentlich verheiratet? Nee. Du? Warst du mal? Nee. Ach, ernsthaft nicht? Hm. Ah, ist ja auch gut. Warst du? Bin. Oh. In Berlin. Mhm. Ja. Naja, ich meine. Ja, ein bisschen zerrüttete Verhältnisse. Wir leben nicht zusammen. Also nicht zerrüttet, ist ja Quatsch. Ihr lebt halt nicht zusammen. Das geht verheiratet ja. Ist ja, wir leben aber nicht zusammen. Und ich bin nicht verheiratet, also wir lebe zusammen. Wir waren mal verheiratet. Nee, ich bin auch nicht verheiratet und lebe zusammen. Ja, so rum. Ja. Aber mit einer anderen. Naja. Möchte das jemand wissen? Nee. Wow. Das ist doch der Hammer, oder? Schöne Kirche. Ja. Relativ einfach, aber... Ja, aber ja, schön. Und guck mal hier. Was machen wir hier? Da. Bei allem Respekt, eigentlich muss man immer runter in die Kirche schauen. Ja, klar. So hören und da runter gucken. Ja. Obwohl, sie sind ja wirklich, ich kann nicht mal zweihändig irgendwie koordinieren. Und dann noch die Füße jetzt dazu. Wie geht das? Ja, das ist schwer. Ich weiß noch, ich habe mich sehr abgemüht damals, als ich angefangen habe. Hat Bach eigentlich auf so einer ähnlichen
das geschrieben? Weil der muss ja, der muss ja eine ähnliche Orgel gehabt haben. Er hat eine viel kleinere Orgel gehabt, als aber er auch das geschrieben so hat. Einzeln intoniert, oder? Aber natürlich auch so intoniert, dass es klar und deutlich klingt. Ja. So in dem Stil, in diesem transparenten barocken Stil. Ja, ja. Aber die Orgel, die er, da war er noch ein junger Mann, als er es geschrieben hat, zur Verfügung gehabt hat, die war sehr viel kleiner als die Orgel hier. Wahnsinn. Es ist ja so frisch, ne? Wie heute. Ja. Irgendwie. Mhm. Ne? Gar nicht, nichts Verstaubtes. Nee, ach wo? Zeitlose Musik. Zeitlos. Mhm. Da ist auch wieder dieses Unmittelbare. Also kannst du das selber auch auf Konserve hören. Ist es eben nicht. Nee. Es ist eben... Ist noch was anderes, noch mal hier zu... Da, ja, das ist noch was ganz anderes. In dem Moment. Und es klingt natürlich hier auch anders. Berührt und man ist auch drin im, im, in der Musik. Ja, naja, es ist, das bleibt einfach doch was Besonderes. Wenn man nicht vervielfältigen will oder kann, sondern einfach da mal hingeht, wo wirklich etwas getan wird. Das ist wie bei dir beim Schauspieler. Er kann es auch wieder machen und nochmal ein bisschen anders. Das ist auch gut. Ja. Ne? Ja. Na gut. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Ja. Dankeschön. Danke. Tschüss. Hat mich sehr gefreut. Aber die Thomaskirche ist ganz schön, ne? Ich hab kein Mützengesicht, hab nur Ohrengesichter. Doch, ernsthaft, hab nur Ohrengesichter. Ohrengesichter? Ohren. Ohren. Wir, Standohren. Standohren. Nein. Spieluhren. Nein. Taschenohren. Nein, jetzt Ruhe. Brillengesichter. Brillengesichter. Ja. Sieht aus wie der Schrödinger. Hallo. Hallo. Willkommen. Ich heiße Schmidt. Nachtführung. Hallo. Entschuldigung, grüß dich. Hallo. Hallo, ich dachte es mir. Und ja, ich muss mich erstmal entkleiden hier. Es ist so schweinekalt da draußen. Danke. Wie lange haben wir jetzt zusammen Zeit? Ja, bis morgen früh. Okay. Ja. Nee. Um 8 warte ich. Warte, mein Schreibtisch. Komm, geh mal. Oh Gott. Och, boah, Mann. Wenn Sie außen vor dem Haus stehen, denken Sie erstmal großer, kompakter Körper. Ja. Aber spätestens, wenn man hier ist, sieht man, wie luftig und offen das Haus eigentlich ist. Hohl. Ja, das ist Anselm Kiefer, dem unbekannten Maler. Da werde ich natürlich oft gefragt, wer ist der Künstler hier? Das dann, ne? Aber Isolator ist der einzige Kerzenhersteller zu DDR-Zeiten gewesen. Und diese Leuchtreklame gammelte an einer Hausfassade hier. Ah. Und ich dachte, sowas muss man eigentlich retten. Ja. Und da habe ich das mit Mitteln der Denkmalpflege hierher geholt. Das heißt, die Neonelemente, die Elektronik ist alles neu. Mhm. Die Blechelemente sind so belassen in diesem etwas rüden Zustand. Hat die Denkmalpflege gesagt, muss so bleiben, damit jeder sieht, dass die 40 Jahre Außendienst auf dem Buckel hat. Mhm. Und ein Museum soll hier auch zünden. Mhm. Und deswegen ist sie hier. Ich hatte anschließend eigentlich den Stress, dass mir unheimlich viele Leuchtreklamen hier angeboten wurden für das Haus. Und das war nicht im Sinne des Erfinders. Ja. Da hast du Neo auch. Da. Ja. Und hier erfolgt natürlich die Anmerkung, der Künstler und der Galerist haben das Werk dem Museum geschenkt. Das stimmt. Ja. Das stimmt einfach mal. Im Rahmen der großen Retrospektive 2010. Ja. War eine große Ausstellung. Unter Feuer. Ich sage nur. Unter Feuer. Markt. Genau. Schon eine Menge gestiftete Sachen hier. Davon leben wir. Davon lebt ihr. Ja, klar. Das heißt, von der Tradition sind wir ein Stiftermuseum. Ja. Oder auch das ist auch da draußen letzter Blick. Ah, das ist, den hast du schon gesprochen, Mese. Jonathan Mese. Ach so. Das ist Mese.
Also die Geschichte ist die, dieses Historienbild zeigt ja Napoleon, sehen Sie auf dem Schimmel? Ja. Das ist die Burggasse hier in Leipzig. Ja. Die Truppen sind in vollkommener Auflösung begriffen. Napoleon, der Star, isoliert. Und das Bild kam als Konkursmasse zur Sachsenbank. Und die wussten nicht, was sie damit machen sollten. Dann habe ich gesagt, ich hätte das Bild gerne, das überall beschnitten ist. Mhm. Ich kenne einen Künstler, der das Bild wieder ergänzt und erweitert. Und ich sagte ja, Napoleon, ja immer schon starkultig zu seiner Zeit gewesen, aber in diesem starkultischen auch wieder vollkommen vereinsamt, autistisch. Und oben hat Jonathan Mese viele Filmstars dargestellt, die sozusagen auch starkultig gelebt haben, aber zum Teil relativ einsam ihr Leben beenden mussten. Fassbinder, Romy Schneider, mhm. Steve McQueen. Aber er hat es für diese Wand gemacht. Ja, genau, für diese Wand gemacht, ja. Und unten ist dann der Künstler Mese damals auch sehr jugendlich in diversen Hollywood-Rollen nachgestellt. Da müssen Fachleute her, um das zu identifizieren. Und das hat uns ein Hamburger Sammler Falkenberg gestiftet zur Eröffnung des Museums. Hat viel Spaß gemacht, mit Mese hier das zu installieren. Und das ist auch nochmal eine Skulptur von Neo Raum, die auch die Nacht rausleuchtet. Und sich spiegelt hier in den Fenstern. Ja. Ja, ist schön. Könnt ihr sagen, wir haben einmal bezahlt und haben sie dreimal. Das kann man so sagen. Das ist doch schön. Ja, ja. Ja. Und da draußen ist Leipzig. So viel Fläche, die einfach mal nur so da ist, um sich zu erholen zwischen den Bildern. Ja, das ist gut. Schlecht, das ist gut, natürlich. Wenn du so alles so vollpackst, wirst du auch verrückt. Ja. Du hast doch schon im Osten. Ich habe schon im Osten eine Galerie gehabt. Aber genau. Eben privat bei mir und der Bruder. So hobbymäßig. Hobbymäßig und verbotenerweise. 1983. Hm. Schon etwas länger her. Ja. Da habe ich die aufgemacht. Da warst du hast du aufgemacht, ging war immer illegal alles. Ja, ja. Bei mir in der Wohnung. Und was haben die Genossen gesagt? Nicht. Ich stand nackt in der Tür, in Arbeitskleidung, wenn du so willst. Ja. Und da waren die Genossen auch ein bisschen geschockt, weil ich alle gefragt habe, und wie heißt du? Was machst du so? Weil du war ja Versammlungsverbot, musstest also wissen, wie er heißt, was er macht oder sie. Dann konnten die zusammenkommen, weil du könntest sagen, es ist eine Brigade oder sind deine Freund oder sonst wem. Und das waren die nicht gewöhnt, dass einer nackt in der Tür steht. Sind wir? Das ist jetzt hier Haus der Demokratie, Kinobar Prager Frühling. Oh Mann, wir sind doch hier richtig im, weiß ich nicht, irgendeinem Vorort. Und unten ist der Club Ilse Erika, oh, da wollen wir natürlich nicht hin. Da ist los. Ja. Oben rein. Du wolltest oben hin, Kinobar Prager Frühling. Das erwartet man nicht, ja? Oh, was ist hier los? Na, Henry? Vielleicht kennst du ja nicht das Kino, hi. Nee. Sieht ja ganz nett aus. Ist ganz clean. Ja, aber nett. Du dachtest, du kommst in den Passage, so ordentlich. Ich dachte, gehört? Ich komme hier in so ein Gruselkabinett. Tag erstmal. Hallo. Hey. Hi, Miriam. Hallo. Das ist Miriam. Ja. Aber du hast irgendwas mitgebracht? Ach, überhaupt. Ja, nein, wir können ja mal gucken, ob wir das was nicht laut. Wir können ja auch einfach hier noch mal ein... Dann leg doch mal was ein. Es geht doch nur darum, dass ich so ein bisschen neidisch bin, dass in, so diese... bildende Kunst immer so noch bleibt, da bleibt. Wir sind ewig. Dass die dranhängt, die kann man mal restaurieren, aber die gibt es eben, die hängst du an die Wand. Du, aber du doch jetzt auch digital und auf Zimmer. Nein, kannst du nicht an die Wand hängen. Naja, du bist im Internet. Schnipsel. So, und Theater kannst du auch nicht an die Wand hängen. Da kannst du mal temporär spielen und dann ist der Vorhang zu und dann ist es aus wieder. Mhm. So. Aber das bleibt, also zumindest bei nichts mir. Nichts bleibt. Doch, das bleibt. Ja, in deinem Kopf. Absolut. Aber wenn du da nicht mehr bist, was dann?
Oh komm, jetzt und ist bei dir. Und dann ist immer so, dann. Du hast ja nie Video dicke, mit. Oh, nee, das, komm, das, das bitte. Gar nicht. Das ist ein Abspiel. So was gab ich wirklich nicht mehr. Also das. Das ist mir leid. So antiquiert. Das ja, ist mir das tut leid, dass ihr überhaupt nicht mal die Aufzeichnung von Kunst sehen könnt. Das ist, guck mal, das ist ja die Wand. Das ist ja alles möglich gemacht. Da hättest du mir gesagt, du kommst die Kassette mit. Mach einen Rahmen rum. Was heißt hier? Das hätten wir heute sehen können. Ibsen Nora machst du so genau. An. Das, du hast kannst was anderes du das mit. Das war jetzt lustig. Du hast, jetzt geh noch mal in deine Tasche, noch mal, Henrik. Bestimmt noch mal mit, genau. Oder? Es war nie, es ist gar nicht lustig. Das ist ein guter Witz, komm. Nee, wirklich, das geh noch mal in die Tasche. Ja, darum geht es ja nicht. Komm. Es geht doch darum, dass das, was eigentlich zu sehen sein müsste, nicht mehr zu sehen ist. Und nur irgend so, da, sowas hier. Oder? Oder irgend so, so einen anderen Kram. Ah ja, na gut, das ist ja, schon was, besser. Was ist denn anders? Das ist auch bloß. In 20 Jahren ist das auch wieder so, dass man sagt, oh Gott. Das ist jetzt schon so, dass ja? man sagt, na klar, wir haben ja diesen Server, das ist ja alles irgendwie hier. Ganz abenteuerlich. Könnt ihr euch Theater ansehen, ja, wie es mal früher war? Und das ist zum Beispiel die Filmgalerie. Theatergalerie Prager Frühling. Ach so, fahr mal vor irgendwas. Na, wo denn hin? Das muss ich doch wissen. Irgendwo hin. Einfach so mal reinfahren. Toll. Ja, ist auch interessant. Mal, das ist schön, vorfahren. Guck mal. Ja. Das ist ja wie eine Galerie. Du sagst Bescheid, immer Bilder. Wenn, bom, wenn nicht bom, mehr. Bom, bom, bom. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Das ist gut so. Nee, nee, ich meine... Nee, Martin, er vorfahren. Ist noch nicht zu sehen. Immer so, ich immer glaube, so er will Bilder. Sich sehen. Da musst du nicht laufen, wie wir eben, sondern ja. sitzt und guckt sich Bilder an. Ist eigentlich auch ganz schön. Ist sehr schön. Ja, aber so das, diese, war, das gefällt meine, mir gut. Die sind noch diese. Nein, noch besser. Mir gefällt dieses Rattern. So, ja. Du schreist einfach, wenn Martin ja, stoppt. Ja, meine ich ja. Er denkt, es gefällt mir gut, da will er gleich anhalten. Was macht ihr denn da? Wozu? Um zu sehen, wie ihr seid, wenn ich nicht da bin. Wenn die reinhörst! Ja, ja, ich pass besser auf die auf! Das ist deine Frau! Wo hast du überhaupt geheiratet? Außer Bett kann die doch nicht! Nicht mehr das! Hör mal zu! Die Frage der Frauenemanzipation interessiert mich ein Scheißdreck! Du bist ein Luxus! Ja, ja, und Sie? Sie brauchen ja keinen Luxus! Nein! 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 So ganz dezentes Spiel. Das ist gut. Das ist doch noch super Kastorf, oder? Entschuldigt. Ja, super. Super. Ich bin ein bisschen nervös in letzter Zeit. Eigentlich ging es mir nur darum, dass es nicht wiederholbar ist. Doch, es ist ja. Ja, anders. Ja, klar. Ist, als ob ich dir den Neo-Rauch abfotografiere und dir ein Bild hinzeige. Ja, ist genau. Ein gutes Beispiel. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Trotzdem gut. Trotzdem ahnt man, wie gut es war. Und dann das Foto auf 3 Meter mal 2 Meter und auf eine Leinwand und auf die Pappe ziehe. So, so ist es. So ist es. Nicht mal so. Ist so ja noch. Naja. Los. So. Alles klar. Cut. Schade, dass du nicht noch mitkommst. Das wäre gut gewesen. Ja, aber Berlin ruft, weißt ja, du? Ja, das ist gut. Okay, also. Aber dann machen wir ein andermal. Ja. Also, mein Lieber, gut. Sehr schön. Hat großen Spaß gemacht. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.